Hallihallo ihr Lieben, im letzten Video haben wir euch ja erzählt, dass wir die ersten Anzeichen bei Ellie gemerkt haben zum Thema Läufigkeit und sie hatte ja auf dem weißen T-Shirt von Sascha so Flecken hinterlassen. Da haben wir euch bei Instagram gefragt, was meint ihr, ist es schon die Läufigkeit oder ist das erstmal nur ein weiteres Anzeichen? Wir haben da noch gar keine Erfahrung mit, das heißt wir machen jetzt gerade unsere allerersten Erfahrungen. Wir haben so viele Nachrichten bei Instagram bekommen, also erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, für die ganzen Tipps, weil wir können erstmal noch jeden Tipp gebrauchen. Und es haben viele schon gesagt, dass das tatsächlich schon die Läufigkeit ist. Ja, und das hat sich auf jeden Fall bestätigt, denn das Bluten hat dann halt nicht mehr aufgehört. Und ich muss sagen, es war die erste Zeit sehr, sehr anstrengend. Guten Morgen, wir sind aufgewacht. Ja, Kobi geht ja weg. Und auf jeden Fall würden wir jetzt mal ganz stark behaupten, dass das wirklich die ersten Anzeichen sind. Denn ja, das wird auf jeden Fall Blut von Ellie sein. Auf meiner Seite ist auch was, weil sie auch bei uns liegt. Da liegen wir ein bisschen mehr. Also wir haben hier jetzt eine Windel umgemacht und ein Loch reingeschnitten. Ja, ist total ärgerlich. Ich habe nämlich erst gestern ein neues Laken drauf gemacht, weil sie hat ja schon mal gekleckert. Wir hatten ja im letzten Video erwähnt, dass wir diese Windeln gekauft haben für Ellie in Größe XS bis S. Tatsächlich sind die wirklich zu klein. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt war dann Sascha extra nochmal los und hat hier die Babywindeln gekauft. Und die hat jetzt Ellie auch um und da haben wir halt einfach ein Loch reingemacht. Wir haben euren Tipp von Instagram befolgt. Ich glaube, das Loch für den Schwanz muss ich weiter hinten dran machen. Zufrieden ist sie, glaube ich, nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut, denn ich durfte das Kissenbezug schon neu machen, weil da auch was Rotes drauf war. Das ist halt überhaupt nicht schön. Deswegen wird es jetzt drinne irgendwas wie so eine Windel tragen. Wir haben auch schon einen Tipp bei Instagram bekommen, wenn wir das mit der Windel machen, dadurch, dass sie sich nicht selber reinigen kann, dass wir sie dann halt mit Feuchttüchern da unten reinigen. Ja, Kobi riecht zwar an ihr, aber das war es auch. Also er besteigt sie auf jeden Fall nicht. Ellie ist auch ganz normal. Sie ist, glaube ich, nur ein bisschen kuschelbedürftiger als sonst. Ich werde jetzt das Laken wechseln und dann werde ich wischen. Na toll. Das bleibt jetzt bitte erstmal so. Okay, danke für eure Hilfe. Ist das bei euch auch immer so, dass ihr tolle Unterstützung bekommt, wenn ihr das Bett machen wollt? Aber ich meine, die ist ja auch wenigstens süß, ne? Ach, ihr Racker. Hm. Ja, mein Schätzchen, ne? Guck mal, wie schön. Die nächste Nacht ist vollbracht und Ellie hat es wieder geschafft, die Windel abzumachen. Schon wieder gekleckert und ich habe auch schon gesehen an unseren Kopfkissen und so ist auch schon was. Also ich darf heute mal das ganze Bett nochmal neu machen. Und wir haben jetzt für Ellie, weil sie ja die Windel so gut abkriegt, jetzt mal ein OP-Body gekauft. Das ist der OP-Body, der hat ungefähr 22 Euro gekostet. Wir haben die Größe XS genommen. Ich hoffe, die passt. Also XS ist schon wieder zu klein. Also bis jetzt haben wir irgendwie nur Pech. Die Hundewindeln, die wir gekauft haben, waren zu klein. Der Buddy passt jetzt nicht. Also irgendwie ist das ein bisschen nervig. Müssen wir schon wieder umtauschen. So, Sascha war so lieb und hat den OP-Buddy umgetauscht. Jetzt haben wir nicht XS, sondern S. Hat, glaube ich, 2 Euro mehr gekostet, also um die 24 Euro. Den hat Ellie jetzt auch an und der passt auf jeden Fall auch. Ich muss sagen, tatsächlich ist er sogar untenrum ein bisschen zu groß. Also sie müsste hier ein bisschen zunehmen, damit das besser passt. Aber ansonsten passt das sehr gut. Und da haben wir jetzt einfach eine Slip-Einlage reingetan. Aber wir haben schon gesehen, wir haben die erste Nacht getestet. Sie hat den Buddy tatsächlich auch ausgezogen bekommen, dass der irgendwie nur zur Hälfte an war. So, Kobi ist vom Tierarzt wieder zurück, vom Fadenziehen, vom Fädenziehen. Und er braucht sein Body nicht mehr tragen. Er darf wieder mit Ellie spielen und wir können ihn auch wieder normal tragen, weil wir mussten ihn immer jetzt unter den Achseln tragen. Jetzt können wir ihn wieder normal tragen. Aber trotzdem würde ich jetzt einfach mal gucken, dass Ellie da nicht zu sehr in seinen Intimbereich schnüffelt. Die nächsten Tage auf jeden Fall. Also wie ihr sehen konntet, wir hatten echt Probleme, weil wir haben erst, ja, die falschen Windeln gekauft. Das war eine viel zu kleine Größe.
Dann dachten wir, gut, okay, dann kaufen wir ein OP-Body, probieren es damit aus. Dann war das auch eine erste falsche Größe. Also wir hatten immer erstmal einen Griff ins Klo gemacht. Ja, und ich muss sagen, das hat dann echt ein bisschen genervt. Du hast die ganze Zeit so Flecken auf dem Boden gesehen oder auf dem Kissen oder bei uns im Bett. Und ich habe ja das Laken bestimmt dreimal gewaschen. Bettbezug habe ich zweimal gewaschen, weil ich hätte jetzt irgendwie eklig gefunden, das einfach so zu lassen. Also lässt ihr das dann da oder macht ihr das auch so? Also seid ihr dann da auch so hinterher, dass ihr das dann sauber macht? Ich habe ja dann noch einmal so richtig die ganze Wohnung dann gewischt, aber als ich jetzt wieder so ein paar Flecken auf dem Boden gesehen habe, habe ich die jetzt einfach nur mit einem Waschlappen sauber gemacht, weil ich dachte mir jetzt schon wieder wischen, das ist jetzt irgendwie auch blöd. Dann haben wir ein Höschen für Ellie gekauft. So, die liebe Ellie hat wieder eine Windel um. Warum? Das erzähle ich euch gerne. Und zwar hat sie gestern einfach, obwohl sie den Body anhatte, drin einfach gepinkelt. Also hat sie den Body voll gepinkelt und sich selbst. Deswegen ist sie jetzt erstmal in der Wäsche. Und dadurch, dass sie gestern Abend eine Windel um hatte, ratet mal, ja, ich darf das Bett wieder neu beziehen. Ja, weil die zwei Bodies jetzt in der Wäsche sind und Ellie mit den Windeln nicht klarkommt, weil sie, die rutschen irgendwie bei ihr immer ab, hat Sascha jetzt, ist er nochmal losgefahren und hat ein Höschen gekauft. So, das ist das Schutzhöschen, was Sascha gekauft hat. Wir haben Größe S genommen, 4 bis 7 Kilogramm, weil Eddie ist ungefähr 5 Kilogramm schwer, deswegen müsste es eigentlich passen. Ich habe gar keinen Bock, dass es dann wieder nicht passt und wir das wieder umtauschen müssen. So, das ist das Höschen. Ich muss sagen, es sieht eigentlich relativ klein aus, aber Ellie ist ja auch eigentlich so klein. Ja, jetzt setze ich nicht hin. Ellie, zeig mal dein Schutzhöschen. Also ich habe da einfach die Einlage draufgeklebt. Das hat auch geklappt. Ich hoffe, die muss so sitzen. Oder ist das zu eng? Oder ist das jetzt genau richtig so, dass es mal nicht abrutscht und so? Ja, aber auf jeden Fall hat sie jetzt ein Schutzhöschen. Man muss ja bei den Windeln ein Loch reinschneiden. Wir mussten das Loch ungefähr hier reinschneiden und da ist halt dieses Styropor drin oder was auch immer. Und dadurch, dass ich da genau das Loch reinmachen musste, ja, ist halt mega viel auf dem Boden gelandet oder Ellie hat es mit rumgeschleppt. Es war in der Matratze drin, es war auf dem Boden. Ellie hat versucht, das manchmal zu essen. Das ist auf jeden Fall gar nicht so schön. Deswegen finde ich das mit dem Windeln doch nicht so einen guten Tipp. Und ich muss sagen, wir sind bis jetzt mit dem Höschen mega zufrieden. Ich verstehe nicht, warum wir uns das nicht von Anfang an gekauft haben. Weil eigentlich wollten wir, es gibt ja so richtige süße Höschen für Hündinnen mit Blumen und so. Da habe ich auch richtig Lust, dass ich das mal kaufe, weil das stelle ich mir richtig süß vor, wenn sie damit so rumläuft. Ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob Ellie ausgewachsen ist oder nicht. Weil ich meine, sie ist erst 6 Monate alt, das heißt, die wird bestimmt noch wachsen. Und deswegen wollte ich eigentlich kein Geld für ein Höschen ausgeben, was mir total gut gefällt, wenn sie da eh bald rauswächst. Und deswegen haben wir ja erstmal das mit den Windeln versucht, dann haben wir das ja auch erstmal mit dem Buddy versucht. Dann hat uns jemand bei Instagram geschrieben, dass es auch Höschen bei Fressnapf gibt. Und dann habe ich irgendwann zu Sascha gesagt, du willst denn mal losfahren, ich habe nämlich keinen Bock schon wieder das Laken nächsten Tag zu wechseln. Ja, und ich muss sagen, seitdem wir das Höschen haben, nur noch das Höschen. Also wir sind auf jeden Fall Höschen-Fan. Ich mache da eine ganz normale Slip-Einlage rein und es ist nicht einmal verrutscht in der Nacht. Ist auch richtig einfach umzumachen. Ja, ja. Und ich meine, weil da auch so Löcher sind, dass er wahrscheinlich auch atmungsaktiv ist. Also ich denke mal, das ist ein gutes Höschen. Ellie ist jetzt auf jeden Fall läufig, das kann man jetzt auf jeden Fall so sagen. Es gab erstmal Höhen und Tiefen, weil wir uns da selber erstmal noch, ja, Erfahrungen sammeln mussten, was ist jetzt für uns die beste Lösung und so. Und ich würde jetzt echt mal sagen, auf jeden Fall Höschen. Wir lassen es jetzt auf jeden Fall mit Höschen. Irgendwann, wenn Ellie ausgewachsen ist, kriegt sie auf jeden Fall so ein Blümchenhöschen. Dann kriegt sie auch noch so ein Curly-Geschirr. Aber ich will jetzt erstmal nicht dafür Geld ausgeben, wenn, ja, sie in vielleicht 2 Monaten da gar nicht mehr reinpasst. Das Buddy, was wir für Ellie gekauft haben, ja, ich meine, im Endeffekt kann man so ein Buddy vielleicht immer irgendwann mal gebrauchen. Wir haben ja jetzt insgesamt 2, noch den von Kobi. Wenn vielleicht das Höschen mal irgendwie, warum auch immer, in die Wäsche kommt, dann kann man ja in der Zeit den Buddy benutzen oder auch andersrum. Also ich glaube, es ist nicht so schlecht, das mal da zu haben einfach. Mit den Windeln, mit dem Loch reinschneiden, das würde ich nur noch als ganze Not, als Notfall nehmen. Jetzt ist es natürlich doof, jetzt haben wir eine ganze Windelpackung gekauft. Ja, was hättet ihr denn so für Ideen, was man am besten vielleicht mit den Windeln dann machen könnte? Also die Hündinnenwindeln richtig, die zu klein sind in Größe XS bis S, haben wir gedacht, die werden wir auf jeden Fall an den Tierheim spenden. Und Ellie, ich will deinen Knochen nicht.
Elli. Auch gucken, was so vielleicht an Leckerli-Sachen, die noch zu sind, im Vorratsschrank sind, die wir wahrscheinlich nie benutzen werden. Oder wir haben immer gesagt, ja, behalten wir mal noch, aber dann haben wir doch wieder neues Leckerli gekauft. Und deswegen wollten wir so eine kleine Tasche. Ja, auch vielleicht mal, wir haben ja zwei volle Spielzeugkisten. Vielleicht sind da noch Spielsachen, die noch fast so gut wie unbenutzt sind. Da dachten wir, das geben wir dann mal auf jeden Fall an den Tierheim. Das Verhältnis zwischen Kobi und Elli hat sich gar nicht verändert. Also er schnüffelt halt weiterhin an ihr ein bisschen, aber er will sie jetzt nicht die ganze Zeit besteigen. Das hat er irgendwie noch gar nicht gemacht. Ja, hier seht ihr es gerade wieder schön. Kobi versucht gerade schön wieder an ihr zu schnüffeln. Ja, aber mehr passiert da eigentlich nicht. Das Einzige, wo wir jetzt uns aufgefallen ist, also Elli an sich macht keinen anderen Eindruck. Sie ist total lieb, kuschelbedürftig, will viel auf dem Arm, will viel auf einen liegen, viel knutschen und so. Also die ist sehr lieb gerade. Aber sie ist futtermäßig ein bisschen zickiger geworden, weil wir geben das ja immer noch, dass Kobi und Elli getrennt essen. Und da ist jetzt uns ein bisschen aufgefallen, dass sie dann tatsächlich anzickt oder er zurückzickt oder er anfängt sogar. Also es gibt so ein bisschen Futterstress, manchmal. Also nicht immer, aber manchmal. Ja, ansonsten können wir nichts sagen. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen so werden. Auf das Verhalten zwischen Kobi und Elli. Ich war ja auch echt gespannt, wenn wir dann mit den beiden Gassi gehen und sie läufig ist. Und da auch keine Veränderung, gar nichts. Also Kobi ist nicht eifersüchtig, wenn ein anderer Hund kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das irgendwie richtig cool, dass ich gesagt habe, also ich bin mit Elli weggegangen, habe so einen Bogen gemacht und habe gesagt, nee, die nicht, die ist läufig. Und ich fand das irgendwie so cool, dass ich das so sagen konnte. Mein Hund ist läufig, wäre gut, wenn wir uns nicht beschnuppern oder so. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich fand das irgendwie cool, dass ich sagen konnte, mein Hund ist läufig. Nee, sonst habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu erzählen. Falls ihr Fragen habt, dann stellt uns die gerne. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann ändert das doch gerne und abonniert uns kostenlos. Das würde uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.